Der Stadtwald zählt zu den Naherholungsgebieten Gardings. Es ist ein Mischwald mit einer Fläche von rund 10 Hektar und mit seinen zahlreichen Baum- und Sträucherarten einzigartig in der Landschaft Eiderstedts. Die gut ausgebauten und instand gehaltenen Wege werden gern von Spaziergängern mit oder ohne Hund, von Läufern und oder Joggern genutzt. Die große Freifläche mit den 4 redgedeckten Hütten wird für Veranstaltungen wie zum Beispiel das Osterfeuer genutzt. Neuerdings finden sich bei gutem Wetter Gruppen ein, die sich dort bei Sport und Spiel vergnügen. Und nebenan gibt es einen Kinderspielplatz. Für Interessierte gibt es eine fachkundige Führung, die von Knut Hartwig und Patras Schäffler organisiert und durchgeführt wird. Dort erfährt man vom Ingenieur für Forstwirtschaft Patras Schäffler nicht nur etwas über die Baum- und Sträucherarten dieses Waldes, sondern wird von ihm auch über die Bedeutung des Waldes im Allgemeinen, wie zum Beispiel die Auswirkungen auf unser Klima, aufgeklärt. Knut Hartwig als Vorsitzender des Eiderstedter Hegerings, der übrigens auch Führungen durchs Kardinger Watt durchführt, erzählt, dass auch Rehwild im Stadtwald beheimatet ist. Wie man einen Rehbock anlocken kann, zeigt uns dann Patras. Die Termine für das Naturerlebnis Stadtwald findet man auf www.garding.de oder in den Tages- und Wochenzeitungen. Anmelden kann man sich in der Touristinfo am Markt 26 in Garding und oder unter der Telefonnummer 04862 469.